Ja, mein nächstes Spiel für heute nennt sich Zeitquadrat oder Zeit hoch 2. Und das ist ein im Grunde Side-Scroller Shoot 'em up, wo man einfach die ganze Zeit immer weiter fliegt und Gegnerhorden abballert. Aber da sind noch ein paar Tricks dabei und die werdet ihr dann auch gleich sehen. Ja, das Ganze ist von Brightside Games, ist jetzt auch schon ein bisschen älter und man kann das Ganze auch dann auf Steam erwerben. Kostet, glaube ich, an die 10 € in etwa. Und ja, ihr könnt dann auch mal bei der Facebook-Seite der Firma vorbeischauen, wenn euch dieses Spiel gefällt, denn die haben noch andere Sachen auch in der Entwicklung, die euch vielleicht auch gefallen könnten. Also, warum nicht mal informieren? Aber bleiben wir bei dem Spiel erstmal und starten das einfach mal. Ich glaube, das erste Spiel, was ich hier mal hatte, das von das ich auf Steam bekommen habe. Und das hier auch von einem richtigen Publisher sozusagen dahin gebracht wurde. Denn für Indies ist es immer noch recht schwer, da allein hinzukommen. Ja, das Ganze sieht im Menü schon sehr nett aus. Und man kann auch das Ganze mit allen möglichen Tasten oder Gamepad spielen. Ich habe jetzt mal ein Gamepad, was sich für einige Funktionen da auch anbietet. Und es gibt auch ganz viele Spielmodi, von denen ich momentan nur einen spielen kann, weil man den Rest nämlich irgendwann freischalten muss. Aber das ist auch der, der einem das Spiel so ein bisschen erklärt, was sich also wahrscheinlich auch am besten eignet, wenn ich es jetzt mal ein bisschen anspiele. Ja, oben seht ihr die Lebensenergie. Und ja, dann bewegt man sich halt so ein bisschen rum. Und interessant in dem Spiel einmal, jeder Gegner, der vorbeikommt, zieht einem Energie ab. Also man muss ja wirklich versuchen, alles abzuschießen. Und nicht wie in manchen anderen Spielen, wo man nur einfach ausweichen muss. Ansonsten kriegt man eben was abgezogen. Ja, und dann kann man sich eben ein bisschen bewegen, um das abzuschießen. Zweite Sache hier, ja, wenn man schießt, verbraucht man Lebensenergie. Das heißt, man kann gar nicht die ganze Zeit volle Kanne rumballern, weil dann geht die Lebensenergie immer weiter runter. Aber soweit jetzt erstmal noch nichts fantastisch Neues. Jetzt kommt das Interessante, man kann nämlich in der Zeit zurückreisen. Da ist ja so ein kleines Video, wie das funktioniert, aber ich zeige es euch gleich mal in echt. Ich schieße nämlich da oben rum und dann reise ich zurück und bewege mich hier unter und schieße hier unten rum. Und meine alte Kopie, die schießt dann sozusagen weiter. Ich kann es nochmal machen. Wenn ich jetzt hier rumschieße und dann gehe ich zurück, dann bleibt meine Kopie dort. Und schießt so ein bisschen rum. So, das war eine Smart Bomb. Ist ja auch ein typisches, was man in diesem Genre immer ja findet. Alles auf dem Bildschirm explodiert. Ja, hier gibt es jetzt einmal einen fetten Gegner und unten kleine Gegner. Und die haben eben die Besonderheit, dass sie eben keine Lebensenergie abziehen, wenn ich sie vorbeilassen würde. Aber sie geben Punkte, also schieße ich sie trotzdem ab. So, hier, das ist wieder mal so eine Stelle, wo ich einmal oben abschießen kann. Und dann gehe ich hier runter und schieße die noch ab. Und den da, den kann man irgendwie nicht abschießen. Zumindest habe ich noch nie rausgefunden, wie. Denn das sind Feinde in der Raumzeit.
Das heißt, zurückspulen und währenddessen schießen. Okay. Versuchen wir mal beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwann mal selber spielt. Denkt immer dran. Immer schön zurückreisen. Ich sehe gerade, das Spiel erfordert ganz schön viel Konzentration. Nicht, da kann man nicht so einfach nebenbei quatschen. Da oben baut man sich auch noch so einen Multiplier auf. So, wieder zurückreisen. So, wann kommt denn nochmal so ein Raumzeitgegner? Hey. Ja, und da es halt hier eben zum Beispiel diese Zeit-Zurückreisen-Funktion und so weiter gibt, macht es sich gut, das Ganze mit Gamepad zu spielen. Anstatt da irgendwie 1000 Tasten auf der Tastatur zu verwalten. So, je mehr man hintereinander abschießt, so höher geht der Multiplier. So, probieren wir das nochmal. Ha! Geschafft. Direkt mal noch einen Erfolg bekommen. Man sieht schon, dadurch, dass man hier immer die Gegner erwischt, kann man sich mit der Zeit auch hocharbeiten in der Lebensenergie. Das war knapp. Da habe ich wieder einen durchgelassen. Aber die habe ich erwischt. So, ja, und die Bosse dürfen natürlich auch nicht fehlen. Oh oh, direkt mal zwei Schüsse eingesammelt. Huch. Das war nicht gut. Das will ich nochmal machen.
Und immer schön diese Schüsse einsammeln. Hey, da oben sind Gegner. So aber nicht. Ha. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt habe ich auch noch oben die vorbeigelassen. So, macht er wieder das gleiche wie eben, ja. Habe ich da oben wieder die Gegner übersehen? Aber sowas lässt sich in diesem Spiel ja immer korrigieren. Hey, so schnell kann ich mich nicht bewegen. Das ist wohl dann einfach schon der Mad-Modus. Kurz vor Tod wird einfach nochmal alles weggeballert. Nee. Nicht so gut. Oh, Extras! Wartet auf mich, ihr ganzen Extras. Was ist das für ein Riesenextra? Ah, eine neue Waffe. Aha, aha. Laden bereit, abfeuern. Okay, das heißt, ich kann meine Waffe durch Festhalten irgendeiner Taste aufladen. Oh. Das war nutzlos. Vielleicht sollen wir mal zurückspulen. Kann ich das dann wieder rückgängig machen? Oh, scheinbar nicht. Okay, die beiden Bögen, die da oben rundherum laufen, zeigen an, wie weit aufgeladen ist. Jetzt ist es wohl aufgeladen. Oh nein, jetzt bin ich extra in der Zeit zurückgereist, um auch noch diesen Gegner zu erwischen. Ja, ganz schön fett so ein Laserstrahl. Nö, das gefällt mir nicht. Spule ich einfach zurück.
Oh nein, die entkommen wieder alle. Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Oh nein, eigentlich wollte ich meinen super-duper Laserstrahl benutzen. Huch, das sieht einem ja ganz schön viel ab. Kommando zurück. Jawohl. Hey, verfolgen einen. Und nochmal zurück, um auch den noch zu erwischen. Was passiert, wenn man zurückreist? Auf wen fliegen die dann? Diese Homing Missiles. Aua, aua. Irgendwie bin ich ziemlich tot. Alles gefangen. Ach nee. Überhaupt schon minimalen Schaden gemacht. Nein, der hat ja seine ganzen Schutzschilde zurück. Au, au, au. Es geht langsam voran. Man muss einfach hier nur den Trick beherzigen, dass man nicht jeden Schuss auffängt.
So, und das ist immer der Moment, wo er am meisten verletzbar ist, glaube ich. Da sollte man dann zuschlagen. Irgendwie geht's nicht mehr voran. Dafür gibt's ganz viel Lebensenergie. Oh nein! Schon alle Extras weg. Ah, ich habe einen Bonustipp eingesammelt. Aha. Logisch. So mache ich das auch immer. Probieren wir das doch direkt mal aus. Wuhu! Super, da kommen ja einfach nur Schüsse raus. Wer wollte das nicht schon mal? Das klappt ja richtig gut. Keine Ahnung, was ich jetzt getan habe. Aber es sah ziemlich cool aus. Lebensenergie geht trotzdem zur Neige. Aber schließlich muss ja auch mal noch demonstriert werden, was passiert, wenn man keine Lebensenergie mehr hat. Erstmal fängt das hier an, schrecklich zu hupen. Oh nein, man sollte natürlich keine 50 sammeln, wenn man... Das macht die ganze Sache aber ganz schön schwierig. Diese ganzen... Ich will auch mal sterben. Ja, und da sammelt man halt seine ganze Punktzahl zusammen und kann sich dann in die Highscore-Liste setzen. Ich habe sogar einen silbernen Stern bekommen. Ja, und damit schaltet man halt eben auch neue Modi frei quasi. Und kann dann hier eben auch diese Sachen mit Schloss noch spielen. Und dann kann man sich angucken, wie man irgendwie in der besten Liste auf Platz 1 ist, weil man der Einzige ist, der da bisher gespielt hat. Unter seinen Freunden, was wohl einfach daran liegt, dass ich keine Freunde habe, die dieses Spiel spielen.
Möglicherweise kann man die aber auch einfach auf alle Menschen der Welt umschalten und sieht dann, dass man hier irgendwie auf Platz 1400 nur gelandet ist. Da muss ich mal noch ein bisschen üben. Ja, das war Zeit 2. Ich schalte einfach mal hier die Credits an. Ja, und das Ganze war da auch ganz schön interessant. Ja, Shoot'em-ups hat bestimmt jeder schon mal gespielt. Aber hier eben noch dieses Element mit der Zeitreise, wo man sich selbst quasi verdoppelt und sich dann selbst hilft. Plus eben noch diese ganzen Elemente, dass dieser Zeitreise-Ghost da zum Beispiel die Schüsse streut. Und dass man manche Gegner auch nur in der Zeit quasi bekämpfen kann und nicht in dem normalen Zeitfluss. Es gibt auch noch einen Vorspulen, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Ich weiß nicht genau, wann oder für was man das benutzen soll. Vielleicht kann man damit sich einfach durch Sachen durchbeamen oder sowas. Vielleicht einfach die Mega-Attacke vom Bossgegner überspringen oder sowas. Also das gibt's auch noch. Ja, also wem das vielleicht zusagt, ich verlinke dann die Steam-Seite dazu. Da könnt ihr dann einfach mal reinschauen. Das gibt es auch, glaube ich, noch unter verschiedensten anderen Vertriebswegen, die ich mir auch irgendwo mal notiert hatte. Ja, das kann man auch noch für Microsoft Points kaufen. Also, das nehme ich mal an, dass man es dann auf der Xbox spielt. Und dann kostet es 800 Microsoft Points. Ja, wer Microsoft Points hat, wird wissen, was das dann in etwa bedeutet. Und das Ganze hat auch noch eine freie Demo. Und die werde ich natürlich dann auch mal verlinken, wer es einfach mal nur anspielen möchte.